Sieht so etwa moderne Spionage aus? Seit Tagen geistert ein seltsamer SUV mit auffälligen Aufbauten durch die Berliner Innenstadt. Der Wagen mit Münchner Zulassung, offenbar ein E-Flitzer des chinesischen Staatskonzerns NIO, der vor allem mit seinen selbstfahrenden Autos auf den EU-Markt drängt. Der moderne Elektro-SUV ES8 soll angeblich mittels einer Vielzahl von Sensoren das Straßennetz der Hauptstadt für ein eigenes Navi-System vermessen. Doch eines ist besonders auffällig. Das Regierungsviertel scheint es dem mysteriösen China-Flitzer angetan zu haben. Immer wieder streift es die Straßenzüge von Bundesministerien und Behörden entlang. Das bringt jetzt auch Sicherheitsexperten auf den Plan. Denn seit Jahren stehen chinesische Unternehmen im Verdacht, für die Staatsführung in Peking Spionage zu betreiben.